Guten Morgen. In meiner Grundschulzeit, zur 3., 4. Klasse, ging ich zusätzlich in die Sing- und Musikschule, musikalische Früherziehung. Und da hatten wir Frau Nerius, eine frühere Opernsängerin, die nun uns Kindern Musik nahebrachte. Und das tat sie mit Leib und Seele und warf sich in jedes Lied, das sie mit uns eingeübt hat, hinein mit ganzer Seele. Sie saß am Klavier, schlug auf die Tasten ein und hatte eine gelockte Turmfrisur und hat uns so richtig die Leidenschaft für Musik vermittelt. Und auch erzählt von Komponisten, von Beethoven zum Beispiel, der heute, vor 250 Jahren, getauft wurde. Wann genau er geboren wurde, wahrscheinlich einen Tag vorher, weiß man nicht, aber sein Tauftag ist klar, 17. Dezember 1770. Deswegen befinden wir uns im Beethoven-Jahr. Sie erzählte von Beethoven, mich hat da schon als Kind beeindruckt, dass der trotz Ertaubtseins geniale Musik in sich trug und geschrieben hat und komponiert hat und dem Schicksal getrotzt hat. Und Frau Nerius erzählte packend auch noch von seinem Tod, dass da in seiner Sterbestunde ein Gewitter über dem Haus herniederging und es blitzte und donnerte und Beethoven reckte die rechte Hand in die Höhe und ballte sie zur Faust. Auch ein Ausdruck, oft gedeutet für seine große Widerstandskraft. Und natürlich Freude schöner Götterfunke, die Ode von Schiller, die er in der 9. Sinfonie vertont hat, die Europahymne ist und die sagt, dass Freude die Menschen verbindet. Und so geht das. Freude schöner Götterfunke, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Schwestern werden wir und Brüder, wo dein sanfter Flügel weit. Seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder überm Sternenfeld. Zelt muss ein lieber Vater wohnen. Ihr stürzt nieder Millionen, ahnest du den Schöpferwelt. Sucht ihn überm Sternenzelt, über Sternen muss er wohnen. Und heute in einer Woche an Heiligabend feiern wir, dass ein lieber Vater nicht nur über dem Sternenzelt wohnt, sondern auch zur Welt kommt. Und heute schon feiern die Geburtstagskinder, meine Cousine Dagmar, Wolfgang in München, Thomas in Thüringen, Wolf und ihr anderen Geburtstagskinder, herzliche Segenswünsche. Seid behütet und hier kommt die Richtung, in der die Sonne für euch aufgeht.